Hallo, hier spricht Winchy oder Winky, wie auch immer. Darf man fragen, was anliegt? Ob ich ein Ferienhaus brauche? Das wäre ja fabelhaft. Ich wollte mir schon lange ein zweites Atelier einrichten. Ob man das Haus passend gestalten könnte, das wäre wirklich ideal. Ja, ja, überaus interessiert. Ich komme sofort. Nach der kleinen Mahlzeit natürlich. Versteht sich. Und damit willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. Wir können nun Special NPCs einladen und denen auch Häuser gestalten. Und ich dachte mir, da wir Winky oder Winchy, wie auch immer, nicht in New Horizons jemals gesehen haben, fangen wir doch mal mit diesem an. Ist doch mal eine schöne Abwechslung. Ein Special NPC. Ihr könnt da wirklich jeden einladen. Ich glaube, Melinda und Tom Nook gehen auch. Und auch Lomeos und Carsten, genau so heißt er. Also wirklich ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Schier unendlich in diesem DLC. Ich hab dir vom Herzen ein solch delikates Angebot. Kann man doch niemals nimmer ablehnen. Noni wird diesmal die Konzipierung für das Design übernehmen. Genau. Ich denke mal, wir machen ihm so eine kleine verschlafene Trauminsel. Das Grundstück habe ich auch schon eine Idee, weil wir müssen jetzt langsam mal die coolen Grundstücke füllen. Nämlich ist das dann... Ja genau, entweder das. Das wäre auch interessant, tatsächlich. Ja, aber ich glaube, ich nehme tatsächlich das mit den Ruinen, ja. Also krass, dass wir schon so viele Plätze jetzt auch mittlerweile haben. Wir können ihn auf eine einsame Insel schicken, aber ich glaube, die freie Gestaltung ist gar nicht schlecht, ne? Ja, ich denke mal. Oder was ist hier noch? Achso, ja, das ist auch nicht schlecht. Die freie Gestaltung. Nein, wir nehmen... B2, wir gucken mal kurz, im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Aha. Seht ihr, das Ding verändert sich so ein bisschen, das Unkraut, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber ich muss sagen, ich finde den Frühling eigentlich ganz passend. Ist das Frühling? Ja. Das ist die beste Sommer- oder Jahreszeit. Och, wie toll. Ja, gehe sehr gerne. Ja, Gott sei Dank kann ich das entscheiden, weil ich weiß wirklich nicht, was ich bei ihm zweistellig gestalten soll. Wir machen ihm einen schönen kleinen Schlafraum, so wie wir es eigentlich zu Hause unseren Schlummerraum haben. Sowas in der Art bekommt dieser Winky, ich nenne ihn jetzt so, wahrscheinlich nennt man ihn Winchy. Auf Englisch ist das um einiges einfacher, da heißt er Wendell. Oder Wendell, okay, aber Wendell ist wahrscheinlich besser. Ein wunderschönes Heim für mich, Künstler, superb. Und damit ich auch deine Kunst dir nicht gleich überlassen will. Ja, finde ich schön, dass du mir das überlassen willst. Was wir als erstes natürlich machen, ist sein Haus umgestalten, weil das passt nicht so ganz, finde ich jetzt. Ich würde tatsächlich, glaube ich, ja, dieses hier mal vorschlagen. Dann hat er ja anscheinend Gelb ganz gerne. Machen wir doch so. Ich würde schon bei dem Ziegeldach bleiben. Vielleicht sogar gleich bei denen. Na, es wird mir zu dunkel. Aber wisst ihr was, wir machen das Dach und eine andere Fassade. Aber ich mag diese zwei farbige eigentlich sehr gerne. Ne, das ist mir irgendwie zu eintönig. Ja, das passt zu der Spitze des Dachs. Machen wir hier nochmal so. Und du kriegst natürlich das Leuchtmusteil, ja? Denn wir können ja jetzt alle benutzen. Deswegen haben wir jetzt halt so eine krasse Auswahl an Sachen. Ist einfach schön. So. Bevor wir irgendwas machen, Moment, ich muss auf Gras umstellen, machen wir mal den ganzen Boden hier weg. Ich weiß auch nicht, warum der standardmäßig einem gegeben wird hier, aber okay. Man kann ja Gott sei Dank schön gedrückt halten. Oh wow, der Boden sieht interessant aus, die erste hier. Aber muss jetzt auch nicht sein, ne? Ich würde sein Ding mal hier in die Ecke stellen. Achso, das muss ich das natürlich auch nochmal wegmachen. So. Damit wir hier nach oben kommen können. Ach, guck mal, im Auftrag ist nur sein Foto. Ja, okay. Interessant. Das heißt, wenn man kein Logo auswählt oder kein Ding, dann ist es wirklich wichtig, dass man eigene Sachen hat. Also diese Sachen würde ich auf jeden Fall mal benutzen. Ja, und dann scrollen wir einfach mal ein bisschen durch. Ne? Wie gesagt, mein wird so ein Schlummerhaus mäßig sein, mit einem Schlummergarten auch, der sehr verwunschen sein soll. Das bedeutet, wir brauchen diese große Ranke auch auf jeden Fall. Genau, ich denke mal, ja, das können wir auch mal, das kommt ja eher drinnen, das bringt mir jetzt nichts, hier hinzustellen. Genau, das kommt auch drin. Ach Leute, ich sehe gerade schon echt coole Items für drinnen, ne, das Ding.
Maybe will er so eine kleine, ein Stück der Burg zumindest. Oh, hier gibt es diesen Zaun. Ich finde den so genial, Leute. Und ich habe den leider selber nicht. Und ich also wenn den jemand hat, dann könnt ihr ihn mir gerne zuschicken. Oder mir auf Social Media schreiben. Weil ich liebe diesen Zaun und ich möchte ihn haben. Er ist einfach so genial. So, und das ist natürlich vermutlich, wenn wir schon in diesem Gebiet arbeiten, dann müssen wir auch mit dem arbeiten. Ja, und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht so recht. Ich meine, ja, komm, wir machen draußen auch ein Bett. Ja, genau, diese Teile hier brauche ich unbedingt. Ich würde sagen, wir machen hier so ein, oh ja, wir können ihm so eine kleine Burg machen. Mhm. Den Zaun weiß ich noch nicht, ob ich den brauche. Ich werde den mal kurz hier in die Ecke stellen. Den Baum finde ich hier jetzt gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Genau. Ist gerade ein bisschen schwierig, wieder das Ganze hier auf dem Platz zu koordinieren. Naja, du kommst auf jeden Fall auch mal. Ich weiß nie so ganz, wie ich das mit dem hier gestalten soll. Das ist irgendwie ein bisschen weird, immer zu gestalten. So, du kommst auch mal hier hin, genauso wie das Bild in die Ecke. Genau. Das sieht übrigens echt besser aus als gedacht, wenn man das so hintereinander stellt. Aber wir machen es natürlich, wenn dann so. Ich muss bloß gucken, wie groß das dann wird. Das ist hier so eine. Genau. Das heißt, wir müssen es noch weiter verschieben. Passt das jetzt? Jawohl. Okay. Dann müssen wir das Ganze natürlich gleich nochmal ein bisschen. So würde es gehen. Nee, oder? Dann eher so. Okay. Dann schieben wir das Ganze so hin natürlich. Ah, das ist ein bisschen doof. Aber ob ich da jetzt noch einen Turm haben will, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Passt du bitte? Jawohl, du passt noch hier hin. Weil bei dem bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das benutzen werde. Das finde ich ganz schön als Eingang. Ja, genau. Und dann kommt auf jeden Fall mal die Pflanze kurz hier hoch. Die passt da ja hin. Jawohl. Ja, supi. Und da in die Ecke möchte ich bitte die hier. Soweit es geht in die Ecke. Passt du nicht hier drauf? Warum denn nicht? Hä? Doch, hier, jetzt passt es doch. Also ganz komisch, warum es gerade nicht geklappt hat. Die kann man leider auch nicht umgestalten. Hier weiß ich, dass es so einen anderen Grünton noch gibt. Vielleicht passt Hellgrün sogar ein bisschen besser hier. Na, wobei. Das normale Grün ist schon eigentlich ganz schön, muss man mal sagen. So, was machen wir mit dieser Ecke hier? Wir könnten da natürlich auch so einen großen, irgendeinen großen Baum hinstellen. Sowas zum Beispiel. Ja, das ist irgendwie nicht so toll. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt eine andere Idee. Und zwar. Nee, das passt nicht, ne? Ja, obwohl. Moment. Habe ich es jetzt einmal verschoben? Ja, so muss ja sein, ne? Dann kann man das nämlich sich so überlegen. Ja, das schaut um einiges besser aus, finde ich. Okay, machen wir es so. Das kann da auf jeden Fall trotzdem stehen bleiben. Das kommt dann auch hier in die Ecke. So, das ist ja schön klein. Aber wobei, dann würde ich es schon parallel machen. Also hier. Ja. Okay, dann kommst du mal. Hallo, ich klick rum. Oh, come on. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. das würde jetzt hier eigentlich noch hinpassen. Aber ich mag das hier in der Ecke, muss ich sagen. Das heißt, wir machen da irgendwas anderes hin. Da oben kann da noch der Baum. Nee, doch nicht. Der kann da doch nicht hin. Ich fand den hier nicht schlecht, ehrlich gesagt. So, wie er stand. Mhm, den kann man jetzt auch nicht mehr. Doch, perfekt. Dann kann man sich nämlich überlegen, ob man hier so macht. Jetzt glaube ich halt, dass man da nicht mehr durchlaufen kann. Das ist das Problem jetzt. Das neue Problem. Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall, was ich jetzt erstmal brauche, ist Ranken. Ich habe bloß keine Ahnung, wo die sein sollen. So, das wäre auch ganz toll. Kann ich. Naja, das sieht ja nicht so schön aus. Das sah nicht so toll aus. Ja, so ein Leuchtmoosballon. Warum nicht? Hey, sind es jetzt doch. Ah, nee, es sind fast zwei Blöcke. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt aber sage, die zwei. Noch mal einen halben Block. Dann würden die Sachen hinpassen, die ich da mir gerade überlegt habe. Zum Beispiel das hier. Ja. Okay. Na, dann machen wir es doch so, ne? Ist doch schon ein bisschen besser.
Ich weiß nicht warum, aber der Zaun finde ich eigentlich echt cool. Wir gucken bloß noch, ob wir eine bessere Farbe finden. Ja, ich glaube, weiß ist schon am besten. Na, schon ohne Design. Ja. Okay. So, das stört mich hier ein bisschen, dass man das halt nicht noch weiterhin machen kann, aber egal. Kann man eigentlich da oben tatsächlich? Ach, wie cool. Ach, das ist ja mega witzig. Okay, dann muss ich mir mal überlegen, was ich da so für eine Kleinigkeit hinmache. Hier sind die, guck mal, wir haben mittlerweile 6 verschiedene Blätterhaufen. Ja, krass. Nee, aber wir wollen ja alles so ein bisschen, ein bisschen machen. Ich weiß gar nicht, wie genau wir das machen alles. Also man kann halt in so einem kleinen Schlafteil echt viel machen. So, ne, wenn man sich das mal anguckt. Auch wie viele Sachen es gibt. Ich will jetzt einfach mal den hier hinten, das Fass hier hinten hin platzieren. Finde ich eigentlich ganz schön da oben. Ich weiß nicht, warum es manchmal so rumspackt, aber naja. Kann ich auch leider nicht umfärben. Dann würde ich es so hinstellen und daneben dann das stehende Fass. So, Okay. Und dann brauchen wir mal, ich weiß nicht, warum ich das immer vergesse. Wir brauchen noch ein paar Büsche. Ja, oh, der ist da richtig schön da hinten. Den lasse ich erstmal so. So, der Ballon kann da bleiben. Ja. Okay. Wir wollten ja hier eigentlich ein Bett reinstellen, aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann ist das eigentlich auch so ganz schön. Wenn wir einfach so machen. Hier eine kleine Lampe. Was auch immer das sein soll. Ah ja, guck mal, das Mama-Kissen. Ja, an sich die Mama-Sachen an sich, die passen da, glaube ich, gar nicht so schlecht. Genau. Müssen wir aber auch gucken. Ja, klar, wir machen so eine Dampfwalze hier rein. Ja, Teddybär natürlich. Der Baum, aber das passt alles mehr nach drin. Wobei, wir könnten so einen... Achso, der ist zu groß, oder? Ja, das ist der große. Der passt natürlich da oben nicht hin. Ach, guck mal, aber hier... Ja, machen wir es so. So, und dann... ja, wie wär's denn mit dem Katzenbaum? Hier in der Ecke. Sehr schön. Da kann dann nochmal so ein Busch hin. Den machen wir mal dahin kurz. So. Der kann auch blühen, das finde ich voll in Ordnung. So. Und dann machen wir da hinten noch einen, zwei. Hier einen und da hinten in der Ecke so einen. Ja, und dann sind wir mit Büschen doch ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Ich habe, Leute, zu viele Ideen für das ganze Volleyballnetz. Ja, das habe ich letztens bekommen. Ich weiß gar nicht. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich fand es sehr interessant auf jeden Fall. Hier passt eigentlich noch so ein Wegweiser ganz gut hin, aber ja, ich sehe schon. Der ist jetzt ein bisschen zu groß geraten. Also, ich möchte jetzt sowieso mal gucken, was wir denn so an Designs verlegen können. Wir könnten uns überlegen, dass wir hier sowas reinmachen. Ja. Ich glaube, das finde ich gar nicht schlecht. Aber halt nur... Ja, oder doch überall. Mal gucken. So. Kann man doch so machen, oder? Oh, und hier kann man jetzt... Ah, Moment, wenn ich schon dabei bin. Kann man noch so... Na... Und dann halt hier das Ganze so anfangen lassen. So. Und so. Da haben wir schon mal ein bisschen Path verlegt. Dann lasse ich die übrigens gerade... Fällt mir auf. Lasse ich den hier einfach so stehen. Ich glaube, man kann ja noch so ein bisschen durchrutschen, ne? Also hier so durch das hier. Glaube ich. Ich hoffe einfach mal, dass es so ist. Ja, komm, wir machen so einen Monarchfighter. Der kann dann auch noch da oben irgendwo hin. Okay. Und was ich ja schon die ganze Zeit machen wollte, eigentlich, ist ja eigentlich dieses Ding an die Wand packen. Ich glaube, da muss ich auch maybe zur Wanddeko oder bei sonstigen. Schauen wir mal. Ist das bei sonstigen? Nee, nicht wirklich, ne? Hier sind die Gyroiden und so, okay. Nee, auch nicht. Lebewesen, interessant. Ja, eigentlich sollte es doch hier sein. Ja, perfekt. Oh. Achso, und hier unten geht's nicht? Ah, irgendwie random, was gerade verteilt wird. Aber von mir aus dann halt so. Das lasse ich jetzt tatsächlich schon so. Ich wollte da ja eigentlich eine Pflanze reinmachen, aber... Braucht's jetzt gar nicht, finde ich. Braucht's jetzt wirklich nicht. So, die Kisten sind super...
Ja, also wir haben einfach zu viele Items. So viel steht schon mal fest. Ja, okay. Also wir machen eher drinnen das Foto, glaube ich, weil ich habe jetzt doch nicht so ganz das gemacht, was ich vorhatte, eigentlich, vom Thema. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Was ist denn das? Rundumleuchte, aha. Also ja, wir benutzen auf jeden Fall gleich das Mama-Set, so viel steht fest. Das ist nämlich super praktisch dafür. So, und jetzt benutze ich einfach meine Steine, würde ich sagen. So. So. Und so. Und dann haben wir noch die anderen. Kommt dann einmal eins hier hin. Und so. Ah, ist zu nah. So. Okay. Ich denke mal, das kann man so lassen. Es ist jetzt nicht das Schönste, was wir gemacht haben. Ein bisschen chaotisch. Ich glaube, ich brauche so ein Thema, sonst verkünstle ich mich hier zu sehr. Ja, perfekt. Man kann da durchhopsen. Okay. Na, dann gehen wir nach drinnen. Ich würde sagen, da machen wir ein bisschen längeren Raum, also 8x6 vielleicht. Ja. Ich glaube, das passt für diesen Raum hier gar nicht so schlecht. So, also. Zack. Und wir machen es natürlich recht dunkel. Ist ja logisch. Also. 8x6. Fenster machen wir aus. Dann ein dunkelblaues Licht, das schön düster ist. Ach, guck mal, der Unterschied, ne? So. Wir machen Heilung als Ding. Okay, super. Dann, wir haben ja schon ganz, 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 ganz viele Items gesehen, die wir benutzen möchten. Jetzt muss ich die bloß wieder alle finden. Also ich möchte auf jeden Fall dieses neu hinzugekommene Set, das gab es ja, glaube ich, schon in New Leaf, möchte ich auf jeden Fall benutzen, das Patchwork. Das hieß auf jeden Fall da. Wenn es das dort gab, dann hieß es dort auf jeden Fall auch anders. So, und dann an sich halt die Mama-Sachen auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Genau, ich habe vorher gedacht, dass das hier vielleicht gar nicht so schlecht reinpasst. So ein Eckkleiderschrank, so als kleiner, okay, als kleiner ist gut gesagt, so klein ist der gar nicht. Aber ich finde den halt richtig schön für die Ecke. Ich habe ihn auch noch nie benutzt, deswegen wird es doch Zeit, oder? Ja, okay. Supi. Dann könnte man sich überlegen, dass man das Ganze hier so macht. Aber gucken wir mal, ne? Ja, antik finde ich eigentlich ganz schön. So, übrigens, das könnte man auch noch in eine andere Farbe färben. Und zwar hier, seht ihr es mal. Ich finde das ja richtig schön, aber wir lassen es jetzt beim Bunt. Das finde ich eigentlich doch auch gar nicht so kacke. Wenn ich mir das so anschaue. So, und ansonsten weiß ich halt nicht, ne? Wir könnten hier so machen, als würde hier eigentlich die Burg weitergehen. Na, come on, geht das jetzt nicht? So, genau. Dass das Bett halt... Ich muss von so gucken, ja, das Bett so ist. Ja gut, das hätte ich jetzt alles zusammennehmen können, ne? So, dann wird es nämlich gleich ein bisschen weniger so, wie man sich dachte. Ja, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das sieht halt ein bisschen aus wie eine Tapete. Apropos Tapete, wir gucken nochmal. Beziehungsweise Boden weiß ich ja schon. Da mache ich auf jeden Fall den Wolkenboden, wenn wir den denn finden. Wir haben halt so unendlich viele. Was ist das eigentlich? Ach, guck mal. Ich dachte eigentlich, das kann man mit der Disco-Kugel als Item erzeugen, aber anscheinend nicht. Was ist das? Nee, auch nicht. Hier sind eh nicht so die Besonderen, kann das sein? Wisst ihr was? Ich sortiere nach Alphabet, weil ich weiß, dass es Wolkenboden heißt. Wolkengrund, ja, kommt auf selber. Oder im Weltraum. Nee, Weltraum ist mir nicht so. Ist mir nicht so geheuer. Ach, guck mal, es war fast ganz unten. Kiki und Lala Boden, der sieht natürlich auch cool aus. Aber ich finde einfach einen Wolkenboden zu schön. So einen Schilfteppich möchte ich auf jeden Fall reinmachen. Ja, guck mal, der kann doch schön hier rein. Ja, mir gefällt das richtig gut mit der Tapete. Beziehungsweise mit diesem Item ist ja gar keine Tapete. Bei Tapete würde ich sagen, wir gucken jetzt mal von oben nach unten. Könnte man die sich vorstellen? Nee, nicht wirklich, okay. Orangewand. Ja, wir haben halt einfach eine riesengroße Auswahl. Ist halt ganz schön schwierig dann, was Passendes zu finden, finde ich. Ich würde sagen schon, dass wir auf jeden Fall als Wand für dort sowas halt machen, wie Eisberg, wo man so nach draußen gucken kann. Oder sowas halt in der Art, ne? Ja, dann haben wir ja schon mal, was wir sonst eigentlich immer extrem spät machen. Deswegen würde ich auch sagen, wir machen es jetzt gleich mal fertig. Indem wir
hier noch die Deckendeko fertig machen. So. Na, wobei, es passt halt nicht zu ihm. Ich würde tatsächlich einfach nur wieder so Vogelmobile. Die sind einfach so schön. Die kann man immer benutzen. Vor allem in Schlafzimmern, finde ich. Ich meine, Mobile ist ja auch zum Einschlafen gedacht, ne? Und dann vielleicht diese Buntlampe. Ja, sehr schön. Zwei Stück. Einmal hier eine und einmal, Moment. Vielleicht doch so rum. So eine und hier eine und ein Mobile dann nochmal hier. Ja, das kann man noch so machen. Okay, haben wir auch die Decke fertig. Mir fällt gerade auf, wir haben gar nicht geguckt auf das hier, genau. Na, finde ich aber eigentlich den Boden ganz schön. Also am schönsten, besser gesagt. So, jetzt kommen wir wieder zur schwierigen Sache. Ich würde sagen tatsächlich, dass dieses Rankending hier auch gar nicht mal so schlecht reinpasst. Wenn ich das gerade so sehe. Wir scrollen einfach durch und nehmen mit, was wir sehen. Und ja, was wir vergessen, ist ja auch nicht dann so schlimm, ne? Ich finde diese Sounds hier wirklich sehr interessant. Muss ich mal so anmerken. Gar nicht so einfach. Wirklich, ist nicht so einfach. Wir könnten nochmal sowas reinstellen zum Eingang vielleicht. Ja, guck mal, dann hätten wir gleich ein ganz großes Stück gestaltet. Aber wir benutzen die schon echt zu oft, ne? Wenn man sich das mal anguckt, haben wir die jetzt in letzter Zeit ziemlich, ziemlich oft benutzt. So. Ja, guck mal, Immobile drin. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Wenn wir jetzt nichts wirklich finden, dann würde ich auf jeden Fall darauf zurückgreifen. Ich habe gesagt, das ganze Mama-Set, aber irgendwie ist das so schwierig, das Ganze zu finden. Klar, ich würde sagen, solche Büsche sind hier angemessen. Ja, dann die Leuchtmus. Ein paar von denen noch, damit es ein bisschen heller wird, ein bisschen kuscheliger ausschaut. Ist doch nicht schlecht, ne? Genau, dann die Sachen für die Kirmes, aber die passen jetzt nicht wirklich. Genauso wie diese ganzen Action-Teile. Mhm. Der Mond ist eigentlich nicht schlecht. Ja, komm, machen wir das wieder weg und den Mond dafür. Da in die Ecke, der passt da nämlich hin. Wenn man sich gut anstellt. So. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Den hätten wir auch draußen benutzen können, fällt mir gerade auf, ne? Wobei wir den auch hier in die Ecke stellen könnten, natürlich. Und daneben dann das hier. Ja, finde ich auch nicht. Finde ich sogar noch besser, muss ich sagen. Wie wäre das? Wäre das komplett im Weg? Ja, das wäre komplett im Weg. Okay. Dann vergessen wir das wieder. Hier, der hier kommt mal dahin. Kommt man dann da noch durch? Nee, ich glaube nicht. So. Die kommt neben... Warum ist das so weird? Das Bett 2, 1, 1. Ah, okay. Dann ist es nur anscheinend normal, dieser Abstand. Okay, okay. Von mir aus soll es so sein. Genau, dann ein kleiner Bär, Mama-Bär, genau, der ist doch klein. Ja, also mehr oder minder klein. So. Dann, mal gucken. Wir sind tatsächlich schon recht weit unten, aber wir sind ja auch nur bei Einrichtung. Okay. So, ich würde jetzt einfach mal kurz angucken, wie schaut sowas aus? Wäre halt interessant vorm Bett so. Okay, nee, ist voll hässlich. Also für das jetzt hier, für so ein Sportteil oder... Hätten wir das schon früher gehabt beim Bademeister-Thema, dann wäre das ganz cool geworden. Aber so finde ich es jetzt nicht so optimal. Aber wir haben Holzkisten. Die Holzkisten sind ja so cute, ne? Ich würde sagen, da benutzen wir jetzt auch einfach mal. Und zwar ein paar, nicht grün. Dunkelbraun ist das. Ist da nicht dieses... Schade. Aber dunkelbraun kommt noch am ehesten hin. Ich würde sagen, wir machen da das hier. Das sieht ganz schön aus eigentlich. Ah, wobei, das passt halt schon am besten. Ja, okay. Könnte man sich so überlegen. Weiß ich noch nicht, ob ich so mache. Aber hier kann der eigentlich auf jeden Fall schon mal hin. So, aber ich finde das damit überkreuzt ganz schön eigentlich. Jetzt sind hier die Farm-Items, die passen auch nicht wirklich. Der Berg, weiß ich nicht. Ja, wir sind halt schon echt weit unten, ist das Problem. Beziehungsweise sind wir jetzt gleich unten angekommen. Ja, jetzt sind wir bei den... Cinnamorial oder wie er heißt. Nee. Wie heißen die Sachen? Moment, wir sind gerade vorbeigekommen. Cinnamorol. Ja, oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Okay. Wo sind denn die Mama-Sachen? Ich glaube, ich habe sie verpasst. Deswegen gehe ich jetzt mal auf alles und... Oh, ich war schon bei M. Ja, nice. Dann gehen wir jetzt einfach nur auf Ma hoch.
Marokko-Sachen. Marienkäfer-Modell ist auch nicht schlecht. Nicht bei... Hä, sind die hier nicht? Ich dachte, die heißen alle Ma... Ah, nee, von Mama heißen die immer. Kissen von Mama zum Beispiel. Das ist dann ein bisschen belastend. Naja, guck mal. Aber okay. Eigentlich ist ja die Hälfte nur so sowas wie Schuhe. Das heißt... Oh, wow. Wie viele Zeug haben wir? Schaut euch an, wie viel Zeug sich hier mittlerweile zusammengestaut hat. Das ist ja ultra krass. Naja, ich will mich jetzt auch gar nicht mehr so lange damit aufhalten. Okay, wir haben, glaube ich, alle Sachen doppelt oder so gefühlt. Ja, krass. Okay, also es reicht wirklich bis auf Einrichtung zu gehen. Gut, wenn ich jetzt schon gerade hier bin, dann gehen wir doch gleich mal an die Wanddeko. Muss bloß einmal kurz bewegen. So. Dann brauche ich das hier noch und Pilze. So. Ansonsten, oh ja, klar, Kiki Lala. Ist ja mega schön. Du kannst nicht übers Bett hängen, aber hier so in die Ecke. Würde ich mir meinen. Das da kann man auch noch umgestalten, mal schauen. Ja, Smaragd ist immer irgendwie ein bisschen besser. So, leuchtet das eigentlich? Also strahlt das auch ein bisschen leuchten aus? Das wäre übel cool. Wir gucken gleich. Das würde ich da hin und das einfach mal hier hin. So. Ja, und ansonsten... Achso, hier kommen noch ein paar Sachen, natürlich. Ja, dieser Wandteppich, der ist auch nicht schlecht, eigentlich. Und hier jetzt noch in die Ecke. Machen wir einfach ein bisschen Besen, oder? Ja, okay. Super. Oh, wow. Das ist natürlich auch schön. Das ist sehr schön sogar. Machen wir es so. Ja, okay. Alles schaut sehr interessant aus. Bleibt dabei. Wirklich ein sehr, sehr, naja, interessantes Haus von der Gestaltung. Jetzt sind wir bei Kleinkram. Das ist eigentlich auch ganz wichtig. Wir machen noch ein Bärchen. Schaut mal, den. Den mochte er jetzt. Aha, das hatten wir nämlich noch nicht oft heute. Aber ich meine, die sind sowieso immer zufrieden. Egal, was man denen hinstellt, solange man nur die Items ausgepackt hat. Ein Sparschwein. Die uralte Schatzkarte, die ist ja voll hübsch. Wow, okay. Dann, na, das eine wollte ich gar nicht, das hier. Ich finde ja eigentlich, dass die Schatzkarte, jawohl. Kann man die sogar umgestalten? Oh, wow. Ja, nee, finde ich schon cool in dem Design. Kann man bitte da oben, nice, okay, weil ich finde das so ein schönes Item. Das kann man doch da auf jeden Fall mal drauf platzieren. Sparschwein, kann man das tatsächlich, oh mein Gott, voll cool, wie sehr man das umgestalten kann. Nee, ich brauche noch irgendwas... Zwei große Items eigentlich, ne? Sonst wird das hier ein bisschen leer, ehrlich gesagt. So, jetzt sind wir aber ja auch schon gleich bei den großen Items angekommen. Okay, wir haben tatsächlich gar nicht mal so viele große Sachen, sag ich mal. Ja, wir können hier so einen Planwagen reinstellen. Den haben wir noch nie benutzt und... Ja. Deswegen wird es doch Zeit, oder? Davor dann aber so ein Teddybär. Ah, und so eine Kiste. Ich meine, ich könnte den Teddybär sogar auf die Kiste stellen. Aber machen wir jetzt mal nicht. So, okay. Na, okay. Also es ist ein bisschen weird heute. Keine Ahnung, was heute los ist. Wahrscheinlich, wie gesagt, ich glaube, ich brauche wirklich ein Thema, damit ich zurechtkomme. Übrigens, das leuchtet nicht, sehen wir jetzt gerade. Sorry, da bin ich jetzt mal so genau und mache, dass das nicht im Weg ist. So, das triggert nämlich sonst hart. Ja, ich habe halt irgendwie die Items nicht gefunden, muss ich sagen. Jetzt hier. Keine Ahnung, das ist ganz komisch. Aber egal. So, ja, sowas ist eigentlich ganz schön. Und ansonsten haben wir... Wir haben viel, ja klar, aber... Oh, wow, guck mal. Eigentlich... Ah, der ist zu groß. Hm. Er macht wahrscheinlich ein 3x3-Feld, schätze ich mal. Geht's jetzt? Würde es jetzt gehen? Was ist das denn für ein riesiger Elefant? Oha. Ja, den hätte ich mir schon früher überlegen sollen. Dann hätten wir den hier reinstellen können, aber so nicht. Ich laufe in die falsche Richtung. Ja, wir können nochmal sowas reinstellen. Hier in die Ecke. Würde da nämlich hinpassen. Oder? Ja. Okay. Dann machen wir es doch so, den komischen Briefkasten, wie auch immer. Na, irgendwie sollte man schon eine Verbindung zum Bett haben.
eigentlich. Das Sparschwein wird, by the way, doch nichts. Sehe ich gerade. Mit dem Sparschwein wird es nichts. So. Jetzt kann man auch nochmal das dunkle Eye-O-In färben. Ja, genau. Wild. Wirklich sehr wild. Haha. So. Und nope. Der Bär dann auf das da und das da dann in die Ecke. Ja, okay. Das ist es also. Eine wirklich sehr interessante Gestaltung, wenn ihr mich fragt. Ich würde aber... Ach ja, guck mal. Wir müssen noch ein bisschen polieren. Ich würde mal hier ein bisschen Blitz blank machen, weil der kann ja wirklich mal ein bisschen blitzen. Dann ein bisschen Liebe aus der Pflanze. Na, aus der Pflanze kann man wieder so machen. Machen wir mal im Bett. So. Und ich könnte auch alles wieder wolkig machen, aber nee. Ich mach jetzt doch mal das locker flockig. Wunderbar. Okay. Ich bin fertig, mein Lieber. Zweite Etage definitiv nicht. Das kannst du sowas von vergessen. Ja, ja, kein Problem. Ich habe sehr viel Fleiß und Energie reingesteckt. Da hast du sowas von recht. Was soll er... Ach so, stimmt. Ich würde sagen, wir nennen es Schlummerkammer, nein. Schlummerkammer klingt zu brutal. Ich würde jetzt sagen Schlummerkummer, aber nein, das passt ja nicht irgendwie. Schlummereckchen, komm. Ich habe es, glaube ich, von Anfang an so genannt, deswegen Eckchen. Heute mal auf Deutsch tatsächlich das Thema vergeben. Das Schlummereckchen. Klingt toll, wow, Schlummereckchen. Was ich halt auch toll finde, wie man Zeit sparen kann, wenn man einen festen Auftrag hat, ist, dass man auf jeden Fall halt die Items auch schon im Auftrag, die meisten, die man benutzen möchte, hat. Das macht es halt um einiges einfacher, ne? So, ich finde mittlerweile dieser Blitzblank-Effekt ist gar nicht so schön. Der andere ist viel schöner, diese runden Kreise, was wir bei der Pflanze gemacht haben. Ja, und ich muss sagen, dieser Ballon, der ist ja so schön. Der ist auf jeden Fall auch, glaube ich, 2.0 und er ist wunderbar. Okay, die Perspektive merken wir uns schon mal. Die war ganz schön. Ein bisschen nach rechts noch drehen. Und dann machen wir das, genau. Wir legen ihn, denke ich mal, natürlich auch ins Bett, gleich auf dem Foto. Weil, macht ja nur Sinn so. Ich finde, die Außengestaltung ist nicht unbedingt passend zu dem anderen. Wir haben es ein bisschen burgig gemacht, ne? Oh ja. Jojo, vielen Dank, dass ich für dich das machen durfte. Wir machen noch ein paar Fotos, okay? Jojo, doch. Sag, wenn du fertig bist. Mach ich. Also, ab ins Bettchen mit dir. Ja, perfekt, dass er nur in die eine Seite geht. Das finde ich eigentlich sogar noch besser. So, so. Also, nee, die Perspektive war ja gerade so, aber dann, jetzt sieht man ihn halt gar nicht mehr aus der Perspektive. So vielleicht. Wenn ich es so mache, juckt ihn das auch nicht, genau. Okay, na dann, nee, es muss schon so oben sein. So, möglichst wenig schwarz. Jawohl, okay. Guten Tag, achso. Mir fällt gerade auf, ich habe Gott sei Dank gleich am Anfang den Teppich gemacht, weil ich habe Teppiche komplett vergessen. Ich würde zum Beispiel unter diesen Wagen noch ein bisschen Teppiche machen. Aber Leute, so ist es jetzt, wie es ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wieder ein bisschen chaotisch. Die Parts ohne Thema sind wieder immer so ein bisschen mehr chaotisch, weil ich halt nichts Festes habe und dann so viele Ideen in meinem Kopf rumschwören. Komm zurück. Hier deine 15.000 Pockys wie immer. Danke. Bruno möchte uns noch etwas mitteilen. Lass hören. Danke, Carlotta. Eine große Überraschung ist es nicht. Doch, für das Festival ist jetzt alles vorbereitet. Ich war so frei und habe hier alles ein bisschen festlicher geschmückt. Die Deko kommt hoffentlich gut an. Mein Gott. Finally. Danke für all deine Hilfe, Bono. Und was mit mir? Wird eigentlich nur noch etwas Musik, um für heitere Stimmung zu sorgen. Da fällt mir etwas ein. Sigma, sagtest du nicht einmal, dass du jemanden kennst mit Musikgeschäft? Denkst du, du könntest die richtigen Künstler für unser Event einrichten? Hey, ich kenne da auch einen. Ganz gut sogar. Sollte passen. Okay. Aufgabenteilung. Und was dich angeht, Noni, kümmere dich am besten ruhig weiterhin um Ferienhäuser. Es dauert sicher nicht mehr lange, bis wir einen Auftrag für eine weitere Einrichtung bekommen. Wenn es soweit ist, zähle ich auf dich. Selbstverständlich, wie immer. Ich danke euch allen. Alright, Leute. Weil, wenn ich mich nicht verzählt habe,
Dann sollten wir jetzt den in der nächsten Folge den 30. Auftrag machen. Und nach 30 sollte ja das Finale kommen. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wahrscheinlich noch nicht das Festival gibt. Aber dafür einen ganz, ganz coolen Auftrag. Wir sehen uns dort. Habt einen schönen Tag und ciao.